Hey Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Gold Expert. Machen wir uns mal drauf gefasst, dass wir bald in die letzten Runden kommen. Was zum Geier? Was soll das denn hier? Ist klar. Da baut einfach einer mal so ein Ding hier auf. Oh weia. Rocco Varum. Rhydon. Okay. Weil dann sollte es eigentlich gut laufen. Übrigens, jetzt hält mal bitte die Zeit, stoppt mal bitte die Zeit. Wann taucht gleich dieses? Wir haben ein Update für Sie gedöns auf. Es müsste eigentlich gleich auch mal auftauchen. Ja, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Ich bin jetzt in einer längeren Session schon und es ist noch nicht aufgetaucht. Das muss dann gleich auftauchen. Liederbrook, 5 Pokémon, also Gestein, Geowatz, Onix oder Stalos. Aerodactyl, Kabutops, Amoroso, Rizeros. Es gibt einfach viel zu viele. Mal gucken. Jo, oh, 72, was? Dass er vierfach schwach ist. Oh, 72, scheiße. Ja, Kabutops, nun sitzen wir schon in der Kacke. Butz. 77! Bitte, was ist hier los? Alter! Vor allem, weil Kabutops oder so, der mein Butz wahrscheinlich kaputt, mein Tanky umgenockt. Okay, Gestein. Mogelbaum, ja, das ergibt Sinn. 71, okay. Alter, die Level sind aber schon ganz schön krass, ey. Aber dann komme ich gegen Gabby wahrscheinlich nicht an. Wird mich aus dem Leben nehmen, ey. Ach du Kacke. Omar Star, ja, muss wieder Putz rein. Amoroso! Ich warte ja noch auf Onix oder Stalos. Nee, Stalos ist ja Stahlboden, oder? Nee, Stalos ist anscheinend doch nicht Stahlboden. Stahlgestein. Ich gehe jetzt mal das Risiko und hole mal Tanky rein, obwohl ich mir vorstellen könnte, dass Stalos das überlebt. Weil es nur einfach effektiv ist und dann auf den Latz kriegt. Aber wir haben Glück. Schön. Ja, dieser Brook ist das. Ist jetzt ein Scherz, oder? Oh, jetzt bellt der Hund. Nicht unser, keine Angst. Nur mich gestaltet. Egal, jetzt dann muss er halt bellen. Ich höre jetzt nicht mit der Aufnahme. Was soll das denn hier? Mit der Aufnahme auf, das ist mir zuwider. Er hat was gesehen. Okay, wir müssen jetzt durch den Vertania-Wald. Der ist ja auch nicht allzu groß. Der ist ja nix. Was gibt's hier? Max Potion. Ja. Mitnehmen tun wir es. Da fehlen ja noch ein paar Trainer. Dire Hit. Die stehen hier, oder? Natürlich stehen die hier. Die haben ja eigentlich Käfer, ne? Mr. Frost, wie wäre es mit dir? Ich sag euch auch schon mal, dass das wohl noch schwer werden wird. Im zeitnahen Verlauf. Also Pyro können wir noch besiegen, aber ich glaube dann, Gary wird, da muss ich... Oh, ich, was hat er jetzt? Scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, ja, okay. Gut, ich hätte mit Xerox gerechnet, schön predicted. Ciao. Yeah, Bugcatcher Rob. Your mom, Bob. Rob, Rob. So, unauffällig das Mikro an die Seite gestellt. Und ich bin ja mal gespannt, ob das funktionieren wird gegen. Gegen diese Scheiß. Scheiß! Warte mal. Was habt ihr hier eigentlich? Habt ihr irgendwas Neues zu bein? Oh ja. Tef. LOL, der hat Erdbeben! Soft Sand? Oh, Ground Type Moves. Oh, nice. Den nehmen wir einmal mit. Team 5. Das ist Brüller. Causes Confusion and Raises Attack. Das ist Trigger. Ich brauche auf jeden Fall dreimal, viermal Erdbeben noch. Man weiß nie, wenn man es gebrauchen kann. Krass. Ja klar, spawn einfach oder was?
Wie fies! Ja, super. Fly mal ab. Okay, viermal Erdbeben. Also ich hoffe mal, dass mindestens ich bei Knuffel wird auf jeden Fall Erdbeben können. Tanky vielleicht sogar auch. Ja, wer hat er jetzt? Wie wurde er jetzt rufen? Jetzt hat er nicht aufgepasst. Hier Elektroputz, oder? Ja. Gut. Nice predicted. Flissor! Ja, es kriecht nur rum. Donphan ist auch so eine Maschine. Yay. Und Magma, da bleiben wir einfach drin. Boden ist auch gegen Feuer sehr effektiv. Oh. Der tut sich natürlich tierisch weh, wenn er sich selbst angreift. Aber wenn Erdbeben trifft, dann müsste Magma auch weg sein. Juhu! Guten Tag. Willst du auch fighten? Oh, Chansey. Hey. Fängst du echt so an? Aber Gott sei Dank reicht das nicht bei einem Mal. Und noch. Oh, Clefable, okay. Pixie! Ach, schade. Ich hätte auf einen Frost gehofft. Ein Frost Freeze. Freeze Frost. Ich fand sie irgendwo allein in Mexiko. Anita. Okay, das war's. Alabastia, wir kommen. Na super. Ah, hohes Gras. Was zum... Ich wollte gerade sagen, LOL. Die kommen doch gar nicht mehr raus, die Leute. Was habt ihr denn gemacht? So, hier machen wir jetzt aber mal einen Max Repel, denn ich habe keine Lust, dass hier viele von. Okay, da sind viele Trainer mit. Nein, ach, was zum Feuer nach oben. Was war das denn? Mit ihren Pokes. Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, so angereiht, dass ich kämpfen muss. Dann nehmen wir uns doch einfach mal Butz nach vorne und hauen diese Leute einfach weg. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob, kennt ihr, ich habe schon mal erzählt, weiß ich gar nicht, auch den Hard Mode von Gold Expert. Kennt ihr den? Den habe ich auch mal gehabt, aber der war einfach too much. Und zwar läuft das da so ab, dass du bekommst da ganz normal die Pokes am Anfang. Du wirst aber auch kein anderes Pokémon fangen können, denn dieses Game ist so konfiguriert, ich weiß gar nicht, wie du das hinkriegst, dass du automatisch kämpfst. Du kannst nichts anderes machen außer fighten. Ja. Und nicht irgendwie, na, ich suche mir jetzt einen Angriff aus. Nein, das ist immer der erste Angriff, der da steht. Du wirst sofort, sobald der Kampf beginnt, wird automatisch auf Angriff geklickt und das erste, was da kommt, wird sofort eingesetzt. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist so, oh scheiße, hätte ich wechseln sollen. Das ist so brutal, obwohl Ice Punch. Das ist so brutal, ey. Also ich habe es geschafft bis zur ersten Arena mit meinem, da hatte ich Lavados genommen. Und bin ich kläglich vor die Hunde gegangen, ey. Weil du einfach, du kannst auch nicht heilen, du kannst nichts. Das ist echt sowas von krass. Das wäre mal die ultimative Herausforderung für jemanden. Gold Expert, Expert-Modus. Ja, jetzt bin ich geschwächt worden. Weil ich nicht predicted habe. Trottel. Ich kann mir aber vorstellen, dass die alle hier unten waren. Ne, hier gibt es auch gar nicht so viele Trainer. Wo ist Gary hin? Was, ist Gary in seiner Arena? What? Ja, ich stehe einfach im Haus. Gary scheint in seiner Arena zu sein. Cool. Warum steht er denn aus? Wie geil. Ach, schön. Sowas gefällt mir. Da geht's in die Arena von. Was zum. Ja, ist klar, Pyro. Macht er sich eine Eisarena hier oder was? Du alter Senkopf, du.
Pyro, ich glaub's nicht. Okay, Pyro wird natürlich mit Feuer angreifen. Wir fangen mal mit Tanky an. Drei Pokémon, die müssen wir auch besiegen können. Ja, die drei Pokes müssten wir von ihm besiegen können. Er wird auf jeden Fall einen Arcani haben, einen Magma und entweder Makago oder Lavados. Makago. Okay, Makago ist schon mal gut. Vierfach schwach gegen Surfer. Könnte sofort weg sein. Perfekt. Da ist Magma. Magma wird schwieriger. Deswegen habe ich Predicted. Jawohl, was haben wir immer? Okay. Aber Sunny Day musste predicted werden. Okay, jawohl. So, und jetzt gucke ich auf Arcani und Lavados. Ah, Lavados, okay. Da wären wir auf jeden Fall drin. Denn wenn wir Glück haben und wir treffen. Ah, wir müssen treffen, das ist eine vierfach Schwäche. Ja, ja, das ist Sonnenlicht. Jawohl, vierfach schwach, da zieht einiges ab. Auch wenn der fast 20 Level über uns ist. Aber guck dir das, fast ein One-Shot. Mega gut. Boah, klasse. Aber jetzt siehst du zumindest schon mal, auf welchem Level Gary gleich sein wird. Der wird mindestens auf 80 sein. Okay, er will Sky Attack machen. Das wird nicht funktionieren. Ich bin vom Typ Gestein, was willst du damit anstellen? Das bringt doch nichts. Und weg. Yay, gewonnen! Blaine O'Rourke. Ja, das war auch simpel, muss man sagen. Und der war jetzt auch nicht zu schwierig. Müssen wir nur wieder rauskommen. Ja, jetzt habe ich den falschen Weg gewählt. Dahin und. Okay. Woods, bitte einmal. Ah, nee, das mache ich offscreen. Wenn ich trainieren, wir gehen jetzt gleich erstmal dahin, aber vorher will ich noch. Da waren wir. Dahin. Ich will in die einzelnen Märkte gehen und nochmal nach Items, TMs gucken. Und mal gucken, was die so haben. Boah, die haben das Berserk-Ding. Cool. Freshwater, okay. So, TM 18. Boost Volatile Attack, okay. Kauf mal zweimal Regentanz. Nur einfach irgendwas mal haben, dann können wir ja gucken, ob ich es benutze oder nicht. Was hast du denn hier? Ein Magnet erhöht Elektroattacken, das nehmen wir auf jeden Fall einmal mit. Attack that always paralyzes. Ah, okay, ja. Ja. Nehmen wir noch einmal mit. Das ist. TM 7, weil die Sepp kennen, ne? Ja, haben wir schon einmal, aber ich nehme es einfach nochmal mit. Who knows, who knows? Prismania City. Lotterie. Ach, doch nicht. Doch, keine Lotterie. TM ist mal weiter oben. Hier. Nein, war es nicht. Was? Bright Powder. Law of the Foos. Oh. Oh. Vielleicht mal. Quick Claw. Haben wir noch zwei? King's Rock. Nehmen wir vier mit, je nachdem wie ich es ausrüsten mit Fokusband, Main Event. Ich kann nicht mehr tragen, ja vielen Dank. Nur was verkaufen. Berries, komm. Back. Dire Hit. Soft Sand Rare Candy, Magnet Breakfall und alles bleibt dabei. Okay, Fokusbänder, nehmen wir mal vier mit. Oh, Leftovers! So. Scoblinse, Hücke. LOL! Ja, was? Cool. Die verkaufen tatsächlich den EP-Teiler. Die verkaufen Rare Candies! Okay, das macht das Game ja super simpel. Nee, jetzt wollen wir nicht haben. Okay, das ist krank. Die verkaufen hier ja, Rare Candies. Alles klar, können wir uns zulegen? Nee. Ja, wobei, wenn ich trainieren muss, je nachdem. Kommst du drauf an. Krass.
Und dann Rare Candies kaufen. Und was hast du noch im Angebot? TM29, Attack That May Lower. Pyokinese. Und Crooked Fuster. Nehmen wir das einmal mit. Und Pyokinese dreimal. Danke. Und jetzt müssen wir nochmal eben nach Fuxania, nur um zu gucken, was die da in dem Markt haben. Hallo, Markt von Fuxania City. Wahrscheinlich Toxin oder so ein Quatsch, was ist das? Attack that may poison the das ist Sludge Bomb. Oh, zweimal kaufen. Mal gucken, wer es kann. So. Okay, Forandos, dann gehen wir jetzt zurück nach Britannia City. Nur um wahrscheinlich herauszukriegen, dass wir ordentlich aufs Fressbrett kriegen von Gary. Oder Blau, wie er hier ja heißt. Ich glaube nicht, dass wir den Orden so ergattern können. Und dann muss ich halt, wie gesagt, muss offscreen Training her. Der sitzt auf seinem Stuhl, ja, ich setz mich zu dir. Ach, was schön. Ah, Gary ist schon da. In der Originalspiel fing er mit Tauboss an, ne? Ich setz jetzt mal auf Mr. Frost einen Anfang. Scouten wir mal. Ich glaube nicht, dass ich ihn besiegen kann. Er wird unglaublich stark sein. Scheiße, ein 75er Ursaring schon, direkt am Anfang. Jetzt muss ich ihm überlegen. Mr. Frost? Der hält das, glaube ich, nicht lange durch. Lysop hält das länger durch. Ja. Ja, auch so weit hält er sogar durch. Ist ein Two-Hit-Erdbeben? Müsste eigentlich. Oh, ist nicht kein Two-Hit, aber trotzdem nochmal Erdbeben. Er muss rechargen. Und wir heilen mal auf. Heieieiei, okay, das erste ist ein Ursaring. Naja, wahrscheinlich mit einem Stand mit die besten Pokes, die du haben kannst. So. Killt nicht, aber wir killen ihn. Yeah! Ursaring ist schon mal weg. Dodrio. Okay, Butz. Dodri auf 78, Alter. Wir sind schneller als Dodri. Wie killt das? Müsste auch so killen, oder? Yeah, Dodri ist weg. Und jetzt kommt Rhydon. Rhydon, okay. Rhydon. Das ist jetzt scheiße, ja, Tanky. Jetzt hätte ich auch noch Lust auf mit Erdbeben reinholen können, aber ich muss jetzt Tanky holen in der Hoffnung, dass er schneller ist und dann eigentlich one-shotten könnte. Komm, das ist vierfach schwach. Auch wenn es ein Rizoros ist, das schaffst du. Yes! Warum wusste ich, dass sowas kommt? Knuffel opfere dich mal fürs Team. Warum hat er denn einen Mew? Scheißdreck. Ja, Knuffel kann nicht viel machen. Ich muss jetzt Lysop heilen. Knuffel wird wahrscheinlich dick aus. Die wird sofort weg sein. Alter, das Ding hat Psychokinese. Ja, okay. Aber Knuffel hält zwei Psychokinese aus, das ist erfreulich zu hören. Butz. Wir holen mal Butz rein. So, erstmal ein Lightscreen. Das schwächt die Psychokinese noch etwas ab. Sehr schön. Der Shadow Ball zieht natürlich trotzdem noch massig ab. Aber ich müsste. Überlebe ich zwei? Ich überlebe zwei. Die Hoffnung ist jetzt bei mir. Liegt jetzt bei mir in der Paralyse. Ich will ja aufpassen. Jetzt müsste eigentlich gleich der Lightscreen auch aufhören. Müssen wir den nochmal erhöhen. Scheiße, jetzt hat er aufgehört. Beziehungsweise jetzt ist meine Spezialverteidigung gesunken.
Ja, jetzt killt alles. Okay, ich muss angreifen. Na, Full Restore bei dem Level schon. Bei dem KP-Stand. Was ist das denn? Krass. Ja, ich muss jetzt Schaden drücken, weil ich durch die gesenkte Spezialverteidigung sofort weg bin. Da bringt mir der Lightspeed noch nichts mehr. Okay. So, Fire. Du Ratte. Oh, Scheiße. Das Ding ist echt mächtig, ey. Immerhin brennt es. So, dann können wir die Zeit jetzt mal eben nutzen und mal eben Revive spielen. Newburnt. Stimmt. Fire hatte ja eine Berry. Da war ja was. Voll schlecht. Ich wusste eine Berry aus. Das tut natürlich jetzt richtig weh. Wir sind nicht schneller als Mio. Schade. Okay, sonst hätten wir Mio auf jeden Fall dann gekriegt. So, Butz, du müsstest aber schneller sein, oder? Ja, Mio ist weg. Sehr gut. Damit hätten wir das erste. Wenn du jetzt noch Mewtwo hast, ne? Nee, es war sein stärkstes. Nein, jetzt kommt Scissor. Scheiße. Jetzt, wo mein Arcani tot ist. Der Erdbeben zieht eigentlich auch ordentlich wieder ab. Ah, geht. Wing Attack mit zweifacher Angriffserhöhung, das hat nicht viel gemacht. Zum Glück. Und das war ein Crit. Jawoll. Letztes Poke. Arcanine, da bleiben wir drin. Ach, guck mal, wie lange hat es jetzt gedauert, bis es auftaucht? Ich habe die Zeit nicht mitgezählt. Fire Blast. Ah, war ein Crit, überleben wir nicht. Okay. Tanky. Iron Tail. Müsste nicht so viel Schaden machen. Komm, kill. Ne, das killt aber nicht. Das hätte mich auch gewundert. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, Gary zu besiegen. Das Blau. Oh, nice one. Yay. Wir haben alle 8 Kanto-Arena-Leiter ebenso besiegt. Johto und Kanto sind jetzt in unserer Hand. Und schlussendlich für dieses Let's Play fehlt natürlich noch eine Sache.